Die Deutsche Condor soll einen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro bekommen. Der Bund und Hessen wollen bürgen, um den Betrieb bis zum nächsten Sommer abzusichern. Voraussetzung ist die Zustimmung aus Brüssel, die nur gewährt wird, wenn die Unterstützung nicht aus politischen Gründen erfolgt. Condor ist ein profitables Unternehmen und deshalb ist unsere Entscheidung eine, die auf betriebswirtschaftlichen Fakten gegründet ist und die nicht auf politischen Kriterien, aufgrund politischer Kriterien getroffen wurde. Der britische Condor-Mutterkonzern Thomas Cook hatte am Montag Insolvenz beantragt. Condor selbst war immer profitabel, hat aber verfügbare Geldmittel nach London abführen müssen. Einige deutsche Wettbewerber von Thomas Cook wie FTI, TUI oder Altours haben bereits angekündigt, Condor unterstützen zu wollen. Die Unternehmenstochter ist nach der Pleite des Mutterkonzerns auf sich gestellt. Die deutsche Traditionsfluglinie hält sich mit 59 Flugzeugen aber für zu klein, um eigenständig überleben zu können. Ein Teil der Flotte ist über den Mutterkonzern geleast, man sucht Investoren. Die Condor will mit ihren 4.900 Mitarbeitern unter das Dach eines neuen Eigners schlüpfen. Nach der Fluggesellschaft hofft auch das deutsche Reiseveranstaltergeschäft von Thomas Cook mit Marken wie Neckermann Reisen und Öger Tours auf Unterstützung.